geschneidert. Au revoir. Hi Leute, Dennis hier von Stramme Leine. Wir waren heute bei Hellwreck Fishing Adventures in Holland zu Gast und haben super beschissenes Wetter erwischt. Wir wollten auf Hecht, Barsch und Zander angeln. Wir haben was gefangen. Was wir gefangen haben, das seht ihr in diesem Video und euch viel Spaß beim Zuschauen. So, die Bock auf Barschung sind auch da. Moin. Viel Erfolg. Vielen Dank. Euch auch. Jetzt habe ich deinen Arsch mit dem Video. Ja. Schön. Das war doch dein Ziel. So. So, Sebastian, erster Wurf. Ja, kann ich noch einen Köder dran machen? Ja, komm. Otter. Ich habe meinen schon dran. Joko, bist du bereit? Ja, Petri, ne? Joko hat den ersten Zander. Fisch. Sauber, Joko. Zeig mal hoch. Schön. Der erste Fisch des Tages. Petri. Petri. 1:0 für Joko. Joko. Mit Stahlverfach, Joko? Mit Stahl, wie immer, ne? Okay, Joko macht ernst. Brauchst du einen Kescher, Joko? Oh. Sieht komisch an. Sah komisch aus. Könnte ein Hecht sein. Nee, geiler Barsch. Geiler Barsch. Schöner Barsch, Joko. Schöner. Könnte ein 40er sein. Ja, sagen wir mal Ende 30 auf jeden Fall. Petri, mein Lieber. Oh, schöner Barsch, ey. Geiles Teil. Sieht nice. Hallo. So besser, Helmut, her? Schöner Fisch. Geil. Der Helmut die Schnauze voll und fischt auch mit, ne? Ja. Jetzt fängt es richtig peinlich. Jetzt wird es richtig peinlich für uns. Was denn, du das gleich? Helmut, erster Wurf, erster Fisch. Zwergnase, aber Fisch. Ne? Zwergnase, ja. Fisch ist Fisch. Ja, ja. Aufs Carolina Rig. Sehr schön. Ja, Petri, Helmut. Danke. Sehr gut. Oh Gott, ey. Joko, der nächste Fisch. Nicht ganz so groß. Nice, nice, nice. Ja, ich sag mal. Die hintere Seite zeigt es euch gerade. Es ist halt mega windig, ey. Ja, ja, das ist die andere Seite. Ne? Ja, genau. Ihr steht einfach besser. Ah, ab. Oh, aber ein schöner Barsch. Quick Release. Ah, die Farbe wieder, ne? Ja, hier auf gelbe Köder hier. Hier ist ein nächster Fisch. Schöner Barsch. Wolltest du einen Kescher haben? Petri, Joko. Sehr schön. Der Joko und sein Gelber ist windig, ey. Ich schneide mal kurz ab jetzt. Tut nur kurz weh, mein Lieber. Wie am Barsch, oder? Ich denke. Ich denke. Ja, auch wieder ein schöner. Ach krass, kleine Barsche. Kleine Barsche, ja. Ja, Petri, Joko. Oh Mann, ey. Sebastian, wir müssen schleppen und fangen wir nichts. Ja. So, Sebastian und ich möchten uns jetzt entschneiden, deswegen schleppen wir jetzt mal eine Runde. Helmut, fahr bitte so, dass der Joko auf gar keinen Fall einen Fisch fängt, dass er am besten in der Fahrrinne angelt. Der Sebastian kann ruhig einen kleinen fangen, aber fahr bitte so, dass ich den größten fange. Der ist schon gewonnen. Okay, alles klar, kriegen wir hin. Aber... Scheiß Wind. Ah, Joko macht schon wieder hier, schietet schon wieder, nimmst du nämlich den gelben Wobbler, ey. Ja. Hoffentlich, keine natürlichen Fischfarben. Hoffentlich reißt er die nach 5 Metern ab, ey. Guten Appetit, Sebastian. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Darfst du eine Wurst haben? Bist du das nicht mehr? Genau. Bist du das noch? Das kommt ja.
Zeit, ihn zu drehen. Der nächste. Also mit beiden, beiden Händen fest die Rute. Mit beiden Händen festhalten. Ja. Kommt jetzt gleich. Okay. Warte, warte. Bremsen Sie ein bisschen auf zur Sicherheit. Sicher, genau. Okay. Auch ein blindes Huhn, ne? Wahrscheinlich der gerissene Brasse. Wahrscheinlich. Du hast auch einen. Das könnte ein besserer Barsch sein. Also, vielleicht ist es mal so ein 30-Pluser beim Schleppen. Zählt ihr eigentlich Joko? Nee, ne? Oh, why not? Da kann man weit draußen müssen. Aber da kommt er. Moment. Da kommt er. Oh, schön. Ah, die 30 hat er nicht. Sonst bist du doch so ein Ü30-Fanatiker, oder? Ja, doch, vielleicht schon. Schön. Sehr gut. Entschneidert. So, hat er denn jetzt noch einen erwischt? Ja. Mit dem Hauptstrom. Ja, beim Leiter. Du warst noch in der Nähe von der Kante, da hat der Köder geschoren nicht. Bitte. Danke. Boah, ey. Ekelhaft. So, jetzt hat uns der Helmut hier in der ruhige Bucht gefahren, nachdem wir hier einen nassen Arsch bekommen haben. Hat aufgehört zu regnen. Und jetzt fischen wir ein bisschen auf Hecht. Schauen wir mal. Sebastian muss ich immer noch entschneidern. Ja. Was ist los bei euch da im Boot, Jungs? Was ist das Hängen? Bock auf Barsch! Petri Simon! Zeig mal rüber! Habt ihr heute noch keinen gesehen, oder? Ah, wir haben schon gesehen, was sie sehen. Oh, was denn? Ich glaube, ein kleiner Hecht oder so. Also, das ist ein Bar, also ist ein richtig krasser. Bleibt auf jeden Fall unten, ne? Bleibt auf jeden Fall unten, ja. Ich habe jetzt noch die leichte Route, aber. Oh, oh. Nein, wirklich. Also, das ist kein Barsch. Oder der Monsterbarsch. Ist dann weit weg von der Schraube? Ich hoffe. Ich hab Gang raus. Ich muss gleich sonst. Haben wir den Kescher irgendwo im Auge? Ja, warte, ich habe beide Hände voll. Geh mal nach hinten, dann kann ich den Motor anwerfen. Bist du von der Schraube weg? Ja, ja. Ja, danke. Schaut mal, hier ist auch direkt die Zange, ne? Schön, sauber. Sehr gut.
schönen Kopf hat, ne? Ja. Bis ganz vorne zur Lippe, ne, die Zeit. Au revoir. So, ein sehr schöner Hecht, wie ich finde. Und Sebastian ist immer noch Schneider und das liegt einfach daran, dass er den ganzen Tag eine Banane mit sich herumfährt. Riecht das Unglück? Ja, komm. Auf geht's. Wir machen jetzt mal kurz ein Päuschen. Fängt wieder an zu schütten. Der Helmut musste noch mal kurz was aus dem Haus holen. Und wir haben es gerade mal ganz kurz angelegt. Es ist ein super scheiß Wetter. Wir können echt fast nur schleppen, weil werfen fast unmöglich ist. Und aber noch ganz kurz was zum Hecht gerade. Den habe ich auf Fluorocarbon gefangen. Das wollte ich natürlich eigentlich gar nicht. Ganz wichtig, auf jeden Fall immer wieder Fluorocarbon danach kontrollieren. Bei mir war es gerade zum Glück noch heile. Und ja, die Barsche, die wir fangen, sind natürlich ganz schön. Vielleicht kommen ja gleich noch welche. Jetzt stellen wir uns erstmal wieder unter, weil es wieder anfängt zu schütten. Der Sebastian ist ganz traurig. Ja, ich hör auf mit Angeln. Immer noch Schneider. Aber ich bin ja kein Arsch und deswegen gebe ich dem Sebastian jetzt meinen goldenen Wobbler. Ja. Der Mann mit dem goldenen Wobbler. Der Mann mit dem goldenen Wobbler. Und dann wirst auch du noch mal einen Fisch fangen. Hier, Sebastian, hier mal einen ab. Aber wehe, du fängst an mit dem Fisch, der gegrüßt hat, als meiner. Ich bin wirklich sauer, hier. Bitteschön. Dankeschön. Petri Hall, ne? Petri Dank. Na, ihr kennt vielleicht das Video von Balotelli, wo der versucht, sich ein Leibchen anzuziehen. Warte! Ähnlich. Ich muss mal andersrum. Andersrum geht. Ähnlich ist es bei Dennis und einer Regenjacke. Jetzt sitzt er da, ist ein betröpfelter Hund, ey. Ist das am Schütten, ey. Oh. Ja, kannst du nur da reinziehen? Ja. Oh, meine Socken, ey. Ich brauch die richtigen Bootschuhe an. Brauch einer Sonnencreme hier? Sonnencreme im Handschuhfach? Ja, vielleicht. Besser ist. Ja. Sauber, Joko. Joko mit dem nächsten Fisch. Und Faulenstadt. Ja, was muss ich anders machen? Sebastian ist meines Wobblers nicht würdig. Er hat damit keinen Fisch gefangen. Und jetzt hat er sich das Carolina Rig von Helmut genommen. Und mal gucken, ob du was fängst. Du wirkst heute ziemlich selbstzufrieden. Ne? Nö, ich lach mich einfach nur kaputt über dich. Joko mit seinem gelben Spinjig. Sauer, Sebastian. Aus Carolina Rig? Sieht ja interessant an, ja. Sieht interessant an? Ja, so ein Fisch an der Mitte. Ach so, ja, ich hab grad einen Hänger. Oh, ein Barsch, guck mal. Ein Carolina Rig Barsch. Ja. Ja. Schöner Barsch. Sehr gut. Petri, mein Lieber, da strahlt er wieder. Ach, toller Angeltag. Sebastian, ist es meines, wie sagt man das? Wisst ihr, was meines Wobblers doch würdig? Egal. Ja. Der Wobbler funktioniert. Juhu. Fisch hat aufgegeben. Schwimmt noch nicht. Hey, ich fahr rückwärts. Schöner Barsch. Sehr gut. Okay. Petri dankt, ne? Jemand bei uns. Naja. Schöne Streifen, Köder. Hat viel zu gehen. Ja. Sehr gut. Also, ihr habt gesehen, das war auf jeden Fall ein ziemlich windiger und nasser Tag. Ich hoffe, der Ton ist überhaupt so richtig mit drauf. Ich denke aber schon. Und es hat mega Spaß gemacht. Wir haben schöne Barsche gefangen. Was war noch dabei? Ein Zander und ein Hecht.
ich würde sagen, das war für die Bedingungen auf jeden Fall ja, das Bestmögliche, was wir irgendwie rausholen konnten. Wir hätten viel lieber noch geworfen, aber aufgrund des starken Windes ging das natürlich nicht so gut. Ja, aber hat trotzdem mega Spaß gemacht. Wir kommen gerne wieder. Vielen lieben Dank fürs, ja, fürs Guiding, Helmut. Hat großen Spaß gemacht. Und ja, euch am Wasser eine stramme Leine und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.